In ihm, so sagt es uns, liebe Schwestern und Brüder, heute Abend der Apostel Paulus im Brief an die Epheser, in ihm, in Christus, hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Und die Erschaffung der Welt ist ein Werk der Schönheit. Was wir heute tun, wenn wir das Hochfest der Immaculata feiern, ist, ein Fest der Schönheit zu feiern. Eine Schönheit der besten Absichten Gottes. Deshalb sind diese Texte an diesem Tag so voll, wenn wir singen, Tota pulchra es, ganz wunderschön bist du. Oder wie nachher am Ende, wie es dann Laurentius von Schnüffis formuliert hat, wunderschön prächtige. Wenn wir das singen, wenn es uns gut von den Lippen geht, meinen wir, jene guten Absichten und jene ursprüngliche, jene unbefleckte, jene reine Schönheit Gottes, die am Anfang der Schöpfung war und wie sie ganz seinen Absichten entspricht. Es ist wirklich eine goldene Schönheit. Eine der bekanntesten Darstellungen auf den Ikonen dieses Tages zeigt die Eltern der Gottesmutter. Lange waren sie kinderlos und sie leiden darunter. Ein apokryphes Evangelium, das, wenn auch mit zuweilen schwierigen Inhalten, dennoch in der Kirche hochgeachtet wurde, das Jakobus-Evangelium, erzählt uns diese Begebenheit. Und manchmal befragen wir die Texte auf eine falsche Weise. Wir sind inzwischen so abgestumpft, dass wir solche Texte gar nicht mehr lesen und verstehen können. Dabei beleuchten sie auf ihre Weise die Wahrheit dessen, was erzählt wird. Dieses lange kinderlose Paar, Anna und Joachim, sie werden verspottet, sie leiden darunter, wie es viele Personen, viele Frauen und auch Männer gibt in der Heiligen Schrift, vor allen Dingen des Alten Testamentes auch, die unter der Kinderlosigkeit leiden. Aber es ist die Botschaft von Gott, es ist sein Wort, die sie erneut zueinander führt, nachdem sich Joachim eine Zeit in die Wüste zurückgezogen hatte. Wo treffen sie sich, um auf die Darstellung der Ikonen zurückzukommen? Sie treffen sich vor der goldenen Pforte, dem goldenen Tor des Tempels. Dorthin hat sie die Botschaft des Engels, dorthin hat sie das Wort Gottes geführt. Und dort begegnen sie einander neu. Und es ist eine fruchtbare Begegnung, eine reine Begegnung, eine unbefleckte Begegnung. Das ist das, was die Kirche heute feiert. Diese Ikone wie auch diese Begebenheit aus dem Jakobus-Evangelium leuchtet aus, das, was wir in der lateinischen Kirche zu diesem Fest und zu einem Dogma der Immaculata entwickelt haben. Es ist der einfache und doch wahrscheinlich in seiner Tiefe nie auszulotende Satz, du bist voll der Gnade. Dieses Wort, das von Gott durch den Engel an Maria gerichtet wird, an jene unbefleckt Reine. Sei gegrüßt, Begnadete, voll der Gnade. Bis in die Ursprünglichkeit hinein, von der Gnade umfasst und umfangen. Hingeordnet, wie wir das im Tagesgebet gehört haben, ganz auf das Erlösungswerk Christi. Er, der sich für die Sünden der Welt gibt, ist von Anfang an ohne Sünde. Es gibt kein Umfeld der Sünde, das ihn groß werden lässt. Aber es ist die Sünde, die ihn scheinbar zunächst am Kreuz besiegt, weil er sie auf sich nimmt. Aber sie hat nicht das letzte Wort, weil Gott in der Auferstehung Christi dieser Welt die ursprüngliche Schönheit zurückgibt. Maria hat zu diesem Plan Gottes Ja gesagt. An uns liegt es, uns immer wieder neu auf diesen Plan einzulassen, wenn wir, was uns manchmal so leicht und zuweilen zu leicht vielleicht von den Lippen geht, wenn wir sagen, sei gegrüßt, Maria, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Wir sollten die ganze Tiefe dieses Wortes erfassen können, es ausloten in uns, weil dann unser eigenes Leben von dieser Gnade umfasst wird.
auch wenn die Gefährdungen bestehen bleiben, auch wenn wir in Versuchungen geraten, auch wenn unser Leben auf Irrwege kommt. Es ist ein Anker, dieses goldene Haus, das den Herrn birgt, jenes goldene Gefäß des reinen Mannas, wie wir mit den Christen der Ostkirche beten. Das goldene Tor, es zeigt uns dieses verschlossene Tor, dass es verschlossen bleibt und doch Christus, der Erlöser, durch es einzieht. Denn er allein wohnt im Tempel seiner Herrlichkeit. Maria hat sich zur Verfügung gestellt, dass dieser Tempel in dieser Welt aufgeschlagen werden kann. Dieses wunderbare Zelt der Errettung und Erlösung. Sich an sie zu halten, ist ein Weg, der immer zu Christus führt, der niemals fehlgeht.